Karl IV., König von Böhmen und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, herrschte lange und erfolgreich. Das Reich, das er von Prag aus regierte, dehnte sich aus und erlebte Frieden und Wohlstand. Als der Herrscher starb, verfiel das ganze Reich in Trauer. Mehr als 7000 Menschen erwiesen ihm die letzte Ehre. Der rechtmäßige Thronerbe des florierenden Reiches war Karls Sohn, Wenzel IV., dessen Vater ihn sein Leben lang darauf vorbereitet hatte. Aber Wenzel war nicht nach seinem Vater geraten. Er vernachlässigte seine Pflichten für frivolere Beschäftigungen. Er verabsäumte es sogar, bei seiner eigenen Krönung zu erscheinen, womit er sich beim Papst nicht beliebt machte. Wenzel, der Faule, konnte auch dem Reichsadel nicht imponieren. Die Probleme mehrten sich, bis sich die Adligen, entnervt von der Untätigkeit ihres Herrschers, an seinen Halbbruder wandten, König Sigismund von Ungarn. Sigismund entschied sich für eine radikale Lösung. Er entführte den König, um ihn zum Abdanken zu zwingen, und nutzte die darauffolgenden Unruhen zu seinem Vorteil, um noch mehr Macht zu erlangen. Er marschierte mit einer riesigen Streitmacht in Böhmen ein und fiel über die Ländereien der Verbündeten des Königs her. Und hier beginnt meine Geschichte. Hallo und herzlich willkommen zu einem, ja, erneuten Let's Play von Kingdom Come Deliverance. Ich habe das vor Jahren schon mal gespielt. Jetzt am Donnerstag, 18.04., kam die Ankündigung raus, das Ende des Jahres, also Ende 2024, Kingdom Come Deliverance 2 herauskommen wird. Und da habe ich mir überlegt, dass wir doch das einfach jetzt noch einmal spielen werden. Habe ich sehr viel Lust drauf. Hat mir damals unglaublich viel Spaß gemacht. Damals habe ich angefangen, da gab es die DLCs noch nicht, die kamen später. Und konnte ich zum Teil dann auch nicht so richtig spielen, weil die teilweise ein bisschen buggy waren. Oder zumindest mit dem Spielstand, den ich hatte, verbuggt waren. Deswegen würde ich jetzt, also dem fange ich jetzt natürlich entsprechend einen neuen Spielstand und habe dann die Hoffnung, dass wir die DLCs auch so richtig genießen können und so richtig einbinden können. Ich werfe nochmal einen ganz kurzen Blick in die Einstellungen, aber die sollten eigentlich passen. Allgemeine Bildqualität können wir auf sehr hoch gehen. HD-Texturen an. V-Sync passt. Ja. Und dann würde ich sagen, Soundeinstellungen. Passt, finde ich auch. Die können wir ein bisschen lauter machen. So. Dass wir die Einstellungen und so weiter haben. Was haben wir da? Deutsch. Ja, das passt alles. Ja, damit würde ich sagen, starten wir auch schon durch. Neues Spiel. Spieldurchgang 2, genau. Normalen Modus werde ich machen. Und ja, ich freue mich riesig. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Jetzt habe ich natürlich mal auch noch ein bisschen anderes Wissen. So, das frühe 15. Jahrhundert war für das Heilige Römische Reich, welches unter der Herrschaft seines verblichenen Kaisers Karl IV. Aufgeblüht war, eine Zeit des Aufruhrs. König Wenzels Untätigkeit brachte ihm den Unwillen vieler Adliger ein und den seines Halbbruders. So schnell kann ich nicht vorlesen. Ja,
Ja, ich hoffe, dass wir das. Ich denke mal, dass wir das bis Ende des Jahres auf jeden Fall durchhaben werden. Kingdom Come Deliverance und dann hoffentlich relativ nahtlos an Kingdom Come Deliverance 2 anschließen können. Wäre zumindest gut. Ich auch. Heute ist es wirklich sehr heiß, oder? Mein fleißiger Gatte, wie kommst du voran? Gut. Ich sollte es heute fertig kriegen. Wo steckt eigentlich Heinrich? Er muss etwas für mich erledigen. Er hat noch geschlafen, als ich los bin. Zu dieser Stunde? Blaublütiger Faulpelz. Nun, wie es aussieht, war er die ganze Nacht unterwegs. Und hat gesoffen wie ein Lord. Dann weck diesen Müßiggänger mal auf. Ein Klaps auf die Rübe sollte genügen. Heinrich! Es gibt viel zu tun. Mutter! Wenn du nicht gleich aufstehst, schmeiß ich dich aus dem Bett, du Schlafmütze! Hast du gehört? Lege es lieber nicht darauf an. Nun steh endlich auf, dein Frühstück ist bereits auf dem Tisch. Moment, was ist das? Hast du dich wieder... Oh, Heinrich! Wie oft haben wir schon über deine Raufereien geredet? Ach komm, das ist nichts. Ist bloß ein Kratzer. Du hast wieder mit dem Schwert gekämpft, oder? Etwa nicht? Du solltest lieber beten, dass dein Vater nichts davon erfährt. Du weißt doch ganz genau, was er davon hält, Heinrich. Keine Sorge, das war es nicht. Ich hab mich bloß gekratzt, Ehrenwort. Na gut. Aber komm nur nicht heulend bei mir angekrochen, wenn du dich mal richtig verletzt. Und jetzt steh auf, du Schlaumeier. Ja, wir sind Heinrich. Wir spielen Heinrich. Wie siehst du denn aus? Was in Gottes Namen hast du letzte Nacht getrieben? So, mithilfe der ersten zwei Auswahlmöglichkeiten in diesem Dialog legst du die vorgegebene Eigenschaft deines Charakters fest. Keine Sorge, falls du danach nicht ganz zufrieden bist, alle Eigenschaften können ohne Einschränkung im Laufe des Spiels weiterentwickelt werden. Redekunst, Agilität, Vitalität oder Stärke. Wir unterhielten uns in der Schenke. Ich mach mal Redekunst. Nicht viel. Die Jungs und ich haben uns bloß in der Schenke unterhalten. Irgendein Wandersmann kam vorbei und erzählte uns, was in der Welt so vor sich geht. Und ich übersah die Zeit. Hoffentlich hat er dir keinen Floh ins Ohr gesetzt. Mich beschleicht das Gefühl, dass du mir etwas verheimlichst. Und dass es etwas mit dem Kratzer auf deiner Hand und diesem zwielichtigen Kerl mit dem Schwert zu tun hat, der kürzlich hier auftauchte. Wieso sollte ich mich für Schwertkämpfe begeistern?
Machen wir nochmal. Du glaubst, er unterweist mich im Schwertkampf, oder? Was hätte ich in diesem Kuhdorf davon? Ich belüge dich nicht, Mutter. Na gut, wenn du das sagst. Ich will nicht neugierig sein, aber wie du weißt, hält dein Vater nichts davon. Ja. Ist Vater wütend auf mich? Ist Vater wütend, weil ich so lange geschlafen habe? Allzu glücklich ist er nicht. Gestern hast du versprochen, ihm mit Herrn Ratzigs Schwert zu helfen. Er ist nicht mehr der Jüngste und seine Gelenke setzen ihm zu. Er ist zu stolz, um zu klagen, aber er braucht deine Hilfe, Heinrich. Ich weiß. Keine Sorge, Mutter, natürlich helfe ich ihm. Gut. Er meint, dass seine Knie schmerzen, wenn ein Sturm aufzieht. Ich hoffe, er irrt sich diesmal. Es scheint ein so schöner Tag zu werden. Waren meine Freunde hier? Haben Matthäus und Fritz nach mir gesehen? Mir sind sie heute Morgen nicht untergekommen. Sie sollten nicht schwer zu finden sein. Bestimmt lungern sie wieder im Wirtshaus herum. Ach, lass gut sein, Mutter. Mutter. Du bist fast erwachsen, Heinrich. Vater vermacht dir eines Tages die Schmiede und du machst dieser Bianca jetzt schon seit Monaten den Hof. Warum verschwendest du weiterhin deine Zeit mit diesen Rumtreibern? Die bringen nichts als Ärger. Ich hab Hunger. Könnte ich etwas zu essen haben? Ich habe etwas auf dem Tisch stehen lassen. Bedien dich. Okay. Und brauchst du Hilfe? Soll ich dir irgendwie helfen, Mutter? Du bist ein guter Junge, aber ich komme zurecht. Dein Vater braucht allerdings Hilfe. Okay. Das war's. So, was zu essen? Käse. Nehmen wir mal mit. War das alles? Ah, da haben wir noch Äpfel. Nehmen wir alles mit, was wir mitnehmen können. Da haben wir noch. So, was haben wir hier noch? Setzen will ich mich nicht. Apfel. Linsensuppe. Apfel. Nochmal Apfel. Brötchen. Brötchen. Können wir die Sachen auch mitnehmen? Ne, das war alles. Okay, aber wir nehmen natürlich mit, was geht, ne? Aus dem Topf essen. So, haben wir hier noch was? Ne, sieht nicht so aus. Ah. Brot. Nehmen natürlich mit, was wir mitnehmen können. Öffnen. Äpfel. Schloss knacken. Wir haben keinen Dietrich. Das lasse ich gelten. Öffnen. Nehmen wir auch alles mit. Öffnen. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Das ist leer. So. Das haben wir alles im Inventar. Das ist schon mal gut. Okay. Was haben wir da noch? Karotten. Sehr gut. Zwiebeln. Kohl. Wenn ich eins gelernt habe beim letzten Durchlauf, mitnehmen, was man mitnehmen kann. So, auf dem Kompass siehst du, wohin du in der aktuellen Quest gehen musst oder gelangen musst. Was benötigst du, mein Sohn? Nix. Gespräch beenden.
auch ein schönes Grundstück, ne? Ist halt direkt unterhalb der Burg. Gegessen haben wir. Satt sind wir von dem her. Gucken wir mal, was unser Daddy gerne hätte. Ah, hier kann ich ja auch, genau. Blumen pflücken. Können wir auch immer machen, weil das bringt immer mal wieder ordentlich. Also mit der Zeit bringt das einiges an Geld. Und, ja, Kingdom Come Deliverance 2, wie ja angekündigt wurde am Donnerstag, wird wohl mit, auch hier mit Heinrich wieder weiterspielen. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, wird das wohl eine Fortsetzung. Können wir die auch mitnehmen? Nee. Aber den Löwenzahn. So ein bisschen Blümchen pflücken am Anfang. So, die zwei nehmen wir auch noch mit. Dann haben wir erstmal genug. Hi, Paps. Was ist los mit dir, Heinrich? Hast du mich nicht rufen hören? Nein. Überzeugung. Manchmal benötigst du Überzeugungskraft, um deine Ziele zu erreichen. Wenn du mit Menschen sprichst, hast du oft die Wahl, welchen Eindruck du hinterlassen willst. Du kannst Reden benutzen. Dabei spielt jedoch dein Ruf, den du bei dem Gesprächspartner genießt, eine Rolle. Im Mittelalter war der soziale Status höchst bedeutsam. Die Qualität deiner Gewandung und deiner Körperpflege haben im Zusammenspiel mit deinem Ruf enormen Einfluss darauf, wie Menschen auf dich reagieren. Die Schwerter, du siehst du gefährlich aus, fürchten die Leute sich davor, dich zu verärgern und sind eher gewillt, eine gefährliche Aufgabe zu übertragen. Dabei spielen vornehmlich deine Stärke und der erschreckende Effekt deiner Waffen und Ausrüstung eine Rolle, aber auch andere Aspekte wie beispielsweise Blutflecken auf deiner Kleidung. Und Geld, manchmal kannst du Geld für dich sprechen lassen. Du musst dich jedoch mit deinem Gegenüber auf eine überzeugende Summe einigen. Bestechung funktioniert genauso wie Handel. Und in speziellen Fällen kannst du auch bestimmte Fertigkeiten einbringen, zum Beispiel die Fertigkeit Reiten. Nicht nur die Art und Weise ist beim Überzeugen wichtig, sondern auch die Wahl des richtigen richtigen Dialogoption. Manchmal reicht es nicht einfach nur nach deinen höchsten Eigenschaften zu gehen. Du musst wirklich lesen, was du sagen wirst. Nächste Seite. Unterschiedliche Ansätze fruchten bei unterschiedlichen Leuten. Einen zähen Raufbold schüchterst du nicht so leicht ein und ebenso schwer ist es, einen Adligen mit schicker Kleidung zu beeindrucken. Das liegt daran, dass Heinrichs Fertigkeiten mit denen seines Gegenübers verglichen werden. Die Werte der verschiedenen Fertigkeiten findest du unter den entsprechenden Symbolen. Du kannst stets deine eigenen Fertigkeiten sehen. Die Fertigkeiten deines Gegenübers sind für dich nur sichtbar, wenn du jemanden gut kennst oder Menschen gut einschätzen kannst. Okay. Es geht nicht nur um die Werte. Der Ausgang einer Situation wird auch von anderen Faktoren beeinflusst. Zum Beispiel von deinem Ruf, ob du blutest oder ob du schmutzig bist. Bist du etwa auf der flinken Zunge eines Händlers beim Verhandeln nicht gewachsen, könntest du ihn erst leicht vergiften, weil er dann einfacher zu überzeugen ist. Ein Wächter ist leichter einzuschüchtern, wenn du ihn von seinen Kameraden weggelockt hast. Okay. Achso, das waren beide Seiten. Halten wir Escape gedrückt. Ich musste was erledigen. Verzeih, ich wollte mich etwas umsehen. Wir mussten etwas erledigen. Oder ich wollte mich etwas umsehen. Da haben wir mehr Punkte. Da haben wir 7 Punkte statt 3. Ich weiß nicht, was der Vater hat. Verzeih, Vater. Ich war kurz spazieren und übersah die Zeit. Irgendwie hatte ich das Gefühl, das erste Mal hier zu sein. Heinrich, wann wirst du endlich zur Vernunft kommen? Erfolg. Sei es drum. Wir haben viel zu tun. Ich stelle das Schwert für Herrn Ratzig fertig und brauche deine Hilfe. Wobei? Mir geht die Holzkohle aus, also lauf zum Markt und kauf einen Sack vom Köhler. Dann brauche ich etwas Geld. Das ist die andere Sache. Kunesch schuldet mir Geld für eine Axt, einen Hammer und die Nägel, die ich ihm vor einem Monat verkauft habe. Unter anderem. Sag ihm, er soll zumindest für das Werkzeug bezahlen und dann kauf mit dem Geld die Kohle. Kunesch? Dieser Suffkopf? Das wird ein Spaß.
Du bist jetzt ein großer Junge. Ich bin mir sicher, du schaffst das. Wenn nicht, sag ihm, dass ich ihm die Nägel sonst mit dem Hammer in den Arsch treiben werde. Das wird okay. Er bestimmt gerne. Ist das alles? Nicht ganz. Der Kämmerer in der Burg hat die Parierstange für Herrn Ratzis Schwert, die ich in Sasau gravieren ließ. Ich soll sie abholen? In Ordnung. Geld, Kohle, Parierstange. Verstanden. Und Bier? Mach auf dem Rückweg bei der Schenke Halt. Ich weiß ohnehin, dass du dein Mädel besuchen wirst. Aber sieh zu, dass das Bier noch frisch und kellerkalt ist, wenn du zurückkommst. Okay. Sie heißt Bianca. Genau. Also sieh zu, dass Bianca es frisch zapft. Und jetzt beeil dich, die Arbeit wartet nicht. Okay. So. Alle Informationen über die Quest findest du im Questlog. Zur besseren Übersicht werden sie auch auf der Karte sowie auf dem Kompass ganz oben auf dem Bildschirm angezeigt. Questlog. Begib dich zum Schwertkampftraining, kauf einen Sack Kohle, treibe Kuhnes Schulden ein, hol die Parierstange von der Burg und kauf Bier im Wirtshaus. Ich würde sagen, wir fangen mal mit D an. D ist da oben. Dann haben wir die nämlich schon mal erledigt. Guten Tag. Gott sei mit euch. Und mit dir, Heinrich. Wie geht's dir? Gut. Vater schickt mich. Wir schmieden Herrn Ratzis Schwert und der Kämmerer hat die Parierstange. Vater ließ sie in Sasau gravieren. Ja, hier ist sie. Der Kämmerer gab sie uns. Haben Sie angesehen. Hervorragende Arbeit. Sowas Feines habe ich noch nie erblickt. Kann's kaum erwarten, das Schwert zu sehen. Verpfusch es ja nicht. Wann habe ich jemals etwas verpfuscht? Wo soll ich anfangen? Sei still und gib das her, sonst reiße ich dir heute Abend den Arsch auf. Alsbald, werter Herr. Sehr schön. Großartig. Ach, zu schade, dass ich das Schwert nicht behalten kann. Tja, ich muss los, damit wir heute Abend fertig werden. Viel Erfolg. Wir sehen uns später in der Schenke. Auf jeden Fall. Heute geht das Bier vielleicht sogar auf mich. So, Parierstange haben wir. Dann brauchen wir jetzt den Rest. Müssen wir erst zum Kunisch. Das ist C, ne? Wo war das Questlog? Da. Treibe Kunisch Schulden ein. Das ist C. Das müssen wir machen, weil sonst haben wir ja kein Geld. Da ist dieser Kunisch. Hey. Gott sei mit dir, Kunisch. Was willst denn du? Vater schickt mich wegen der Schulden. Mein Vater schickt mich wegen des Geldes, das du ihm für das Werkzeug und die Nägel schuldest. Ich hab nix. Verzieh dich. Bezahl zumindest das Werkzeug. Du weißt, du schuldest meinem Vater sehr viel. Wenn er zum Vogt geht, bekommst du Ärger. Also zahl zumindest für die Axt und den Hammer, wenn du schon nicht alles aufbringen kannst. Ich hab nix, du Bastard. Scher dich zum Teufel, sonst zeige ich dir, was für Äxte dein Alter schmiedet. Redekunst haben wir nur 3. Einschüchterung auch nur 3. Oder wir machen... Ah, Vater wird dir einen Besuch abstatten. Wie du willst. Ich richte Vater aus, dass du nicht zahlst und du kannst ihm dasselbe sagen wie mir. Komm ja nicht wieder. Die meisten Quests können auf unterschiedliche Weise abgeschlossen werden. Zum Beispiel, indem du deine Überzeugungskraft setzt oder andere einfach ausraubst. Falls du die Dinge lieber direkt angehst, kann auch Gewalt eine Lösung sein. Kann ich nochmal mit dir reden? Nee. Wir sind im privaten Bereich. Wenn du dich an Orten aufhältst, an denen du nichts zu suchen hast, wirst du erst einmal nur ermahnt, bevor die Wachen gerufen werden. An bewachten Orten wirst du jedoch sofort festgenommen. Wow. Was war das denn?
Das war nix. Das ist alles total kaputt. So, wenn du etwas stiehlst, lass dich nicht dabei erwischen. Ich gebe mir Mühe, da ist der Kunisch. Auch die Beute zu verkaufen ist nicht ganz ungefährlich. Such einen Händler auf, der möglichst weit vom Tatort entfernt seinen Geschäften nachgeht. Ah, der geht ins Haus. Das ist nicht gut. Also ich könnte jetzt natürlich hier mal gucken, dass wir sonst wo noch irgendwas finden. Waschen machen wir jetzt mal nicht. Brennnessel nehmen wir auch mal mit. Kräuter kann man gut verkaufen. Du hast entdeckt Händler. Okay. Hilft mir aber nichts. Ah, der ist da wieder dran. Dann können wir mal noch unauffällig ins Haus gehen. Ersetzen nicht. Besorg einen Dietrich von Fritz. Ich bräuchte einen Dietrich, um sie zu öffnen. Fritz könnte einen haben. Ups. Nix. Ich habe mich nur verlaufen. Geld haben wir jetzt keines. Das entdeckt Köhler. Aber ich habe kein Geld, ne? Genau, wir haben 0 Münzen. Ich könnte natürlich Dings verkaufen, ne? Wo war der Händler? Kramer. Dorfbewohner. Möge Gott Händlerin. Grüß dich. Grüß dich. Was benötigst du? Bei Händlern musst du deine Einkäufe zuerst in einen Warenkorb legen und dann entweder mit Einkauf mit X bestätigen oder versuchen zu feilschen. Lass uns handeln. Augentrost? Billiger Wein? Braune Steppjacke? Brot? Disteln? Die würde ich mal in den Warenkorb tun. Johanniskraut würde ich in den Warenkorb tun. Kamille würde ich in den Warenkorb tun. Knoblauch, Minze, rote Beete, Wein, Zwiebel. Zwiebeln können wir mal in den Warenkorb tun. Minze. Kohl würde ich mal noch in den Warenkorb tun. Holzkohle. Die Axt kann ich hier nicht verkaufen, ne? Wo habe ich die überhaupt? Egal. Warenkorb prüfen. Kriegen wir immerhin. Feilschen wir noch ein bisschen. Lässt sich was am Preis machen? Warum nicht? Du kannst beim Kaufen und Verkaufen feilschen. Wähle die Menge, die du zahlen oder erhalten möchtest in W oder S und bestätige mit E. Der Händler reagiert dann auf dein Angebot. Lehnt er ab, unterbreitet er dir ein Gegenangebot und wartet auf eine Antwort. Lässt sich der Regler weder in die eine noch in die andere Richtung bewegen, bedeutet dies, dass es entweder dir oder dem Händler an Geld mangelt. Okay. Moment. Ich wollte ja auch verkaufen, nicht Null. Lass uns handeln. Verkaufen. Hier bin ich richtig. Da, hier habe ich dann noch meine Brennnessel.
Okay, ich habe mich schon gewundert. Camilla? Ich war falsch. Kunesch-Axt, aber die kann ich hier nicht verkaufen. Aber Löwenzahn? Rote Beete? Salbei? Zwiebeln würde ich mal noch verkaufen. Und den Kohl. So. Äpfel. Kann man auf jeden Fall mal einen Teil von verkaufen. So, jetzt sind wir richtig feilschen. Lässt sich was am Preis machen? Bestimmt. Klar, warum nicht? So. Erhalte 14. Machen wir mal 14,5. Was sagst du dazu? Wir kommen der Sache näher. Noch etwas weniger. Hm. Okay, sagen wir 13,5. Na gut, einverstanden. Aber wir haben zumindest Geld. So, damit kann ich vielleicht schon mal die Kohle kaufen. Muss mal gucken, wie viel Kohle brauche ich denn. Questlog. 10. So. Grüß dich. Grüß dich. Lass uns handeln. Holzkohle. 10 brauchen wir, ne? Ja. Kostet. 10 tun wir auf jeden Fall. Besprechen wir den Preis. Warum nicht? Ich würde sagen 4,5. Das sind 10% weniger. Nun etwas mehr und der Handel steht. Ah. 4,7? Endlich. Eine vernünftige Summe. Okay. Sehr gut. Wir haben die Kohle gekauft. Schneider haben wir entdeckt. Was müssen wir denn eigentlich noch machen? Zum Schwertkampftraining und Bier kaufen. Dann gehen wir erstmal zum Schwertkampftraining. Und dann kaufen wir Bier. Das war hier oben, glaube ich, ne? Da war das. Ne, da. B? Ach, hier ist der Dude. Kampfmeister Wanek. Hast du dich von der Verletzung gestern erholt? Ja. Ja, es ist nichts. Aber meine Mutter bemerkte sie und hatte ein Wörtchen dazu zu sagen. Keine Mutter ist erfreut, wenn ihr Sohn anfängt, sich für Schwerter zu interessieren. Wo Waffen sind, ist auch der Tod. Aber die Frage ist, was willst du? Nicht ewig in diesem Loch dahin siechen. Es kommt mir vor, als gehörte ich nicht hierher. Ich will die Welt sehen, aber das ist gefährlich. Also muss ich wissen, wie man sich verteidigt. Gesprochen wie ein Mann. Und heute ist deine letzte Gelegenheit, da ich fort muss. Also, bereit loszulegen? Yep. Klar. Klar. Machen wir das und dann kümmern wir uns ums Bier. Wir folgen ihm mal unauffällig. Ah ja, doch, das war da oben. Dann hatte ich das doch richtig in Erinnerung. Salbei. Können wir gerade noch ein bisschen sammeln nebenher, bis der Dude da ist. Weil das habe ich beim ersten Mal schon festgestellt, dass wenn wir hier so immer mal wieder ein paar Kräuter sammeln, das bringt richtig Geld. Und spätestens wenn wir mal Kräuterkundler werden, brauchen wir das eh.
So, ich sammle jetzt natürlich hier nicht alles. Nur mal ein bisschen, bis der hier am Schafstall ist. So. Na, kann's losgehen? Aber sowas von. Yep. Yep. Gut. Und da heute unser letzter Tag ist, wirst du mir alles zeigen, was ich dir beigebracht habe. Ich war nicht dabei. So. Gut. Beginnen wir mit den Grundlagen. Bleib in Bewegung. Dein Leben hängt davon ab. Gut, versuch jetzt mich anzugreifen. Du musst dein ganzes Gewicht in einen Schlag legen. Halbherzigkeit bringt dir nichts. Schlag aus verschiedenen Richtungen zu. Unberechenbarkeit ist der Schlüssel. Wiederhole dich nie. Okay. Wähle die Richtung aus, aus der du angreifen willst. Gut. Nochmal. Gut. Nochmal. Gut. Sehr gut. Nicht schlecht. Mal. Das spitze Ende ist zum Stechen. Versuch es mal. Zustechen. Gut. Nochmal. Gut. Sehr so. Gut. Probieren wir etwas anderes. Einen Schlag abzuwehren ist ein Kinderspiel. Viel schwieriger ist es, eine Kette von Angriffen zu parieren. Okay. Sobald du einen Treffer landest, hol gleich zum nächsten Schlag aus. Du kannst Angriffe mit einer Combo aneinander rein. Starte dazu einen neuen Angriff, sobald der vorherige endet. Du kannst die Angriffszone wechseln oder dieselbe Stelle wiederholt angreifen. Versuche rechte oder linke Maustaste sofort zu drücken, nachdem dein Angriff den Gegner getroffen hat. Dein Zeitfenster zwischen dem Angriff und dem des liegt auf dem Ende des Schwungs. Genau. Jetzt kapierst du's. Haben natürlich immer wieder das Ausdauerproblem. Bei Heinrich. Genau. Okay. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin müde und durstig. Aber vergiss nicht, arbeite hart an dir. Niemand wird über Nacht zum Schwertmeister. Du nee. Musst üben und üben. Ja. Das Wichtigste ist aber, das einzusetzen, was du in echten Kämpfen gelernt hast. Nichts bringt mehr als Erfahrung. Glaube mir. Das mit der Erfahrung, ja. Ist so eine Sache, ne? So, jetzt brauchen wir noch das Bier. Das werden wir jetzt gerade mal noch holen. Das machen wir noch. Ich bin froh, dass du da bist. Ne, wir spielen jetzt nicht mit Würfeln. So. Viel Glück und Gesundheit. Alles fürs Danke. Ach so, da muss ich rein. Die besten Waren. Da ist das Wirtshaus. Ist das dein Ernst, Deutscher? Beleidigst du gerade unseren König? Ich beleidige niemanden, ich sage nur die Wahrheit. Sigismund hat bloß getan, was getan werden musste. Ach wirklich, er musste den König entführen. Musste sein Vetter Prokop in eine Falle locken und auch noch einkerkern? Er musste in Kuttenberg einmarschieren und sie mit einer Armee von Tataren belagern? Warum nicht? Was taugt dieser Wenzel schon als König? Unser Reich wird in seinen Händen zugrunde gehen. Die deutschen Grafen wählten Ruprecht von der Pfalz zum König, weil euer ach so geliebter Wenzel noch nicht mal ihren Reichstagen beiwohnt. Deutschen Grafen? Diese Verräter. Sogar der Papst. Gott sei mit dir, Heinrich. Mit dir auch, Matthäus. Was ist denn hier los? Ach, der Deutsche wieder labert nur Scheiße. Was? Ja, einfach hin, dann wirst du es schon merken. Irgendjemand muss für Ordnung sorgen und das Reich wieder vereinen. Was kümmern mich bitte die Österreicher? Und heutzutage kommt nicht mal mehr der Teufel persönlich bei all den Päpsten mit. Welcher ist denn der Rechtmäßige, der in Rom oder in Avignon? Hör auf mit der Blasphemie, Alex. Ist doch wahr. Wenzel ist schließlich der König von Böhmen.
Und der böhmische Adel hält zu ihm. Zur Hölle mit Rosenberg und seiner Kabale. Herr Ratzig ist Wenzels oberster Kriegsherr und blieb dem König gegenüber loyal. Wenn er hören würde, was du gerade sagst, würde er dich wie ein Hund verdreschen. Dein Reichstag wird bald nichts mehr zum Regieren haben. Jobst musste Luxemburg verkaufen, um deinem König zu helfen. Südböhmen gehört Sigismund. Mein Lieber, du solltest Kuttenberg nicht vergessen, wo Deutsche wie du Sigismunds Füße küssten, um ihre Köpfe behalten zu können. Ja, aber... Werter Herr Deutsch, das ist doch sinnlos. Lass uns über angenehmere Dinge sprechen. Genau meine Rede. Der Deutsche ist zu weit gegangen. Wenzel ist unser rechtmäßiger König. Er ist wirklich ein Idiot. Was können wir tun? Ich glaube, ich hätte da eine Idee. Dieser deutsche Hund verdient eine Lektion, da sind wir uns einig, oder Fritz? Und wie, Matthäus? Wir sollten ihn ordentlich verprügeln. Bist du verrückt? Willst du am Schandpfahl enden? Na, hör nicht auf Fritz. Ich habe eine bessere Idee. Bei dem Scheiß, den der Deutsche geredet hat, musste ich an den riesigen Misthaufen denken. Ihr wisst schon, den neben seinem wunderschönen, frisch gekalkten Haus. Denkst du, wir sollten es neu anstreichen? Ich bin dabei. Also, ich würde es lieber anzünden, wenn ich ehrlich bin. Aber das ist auch gar nicht so schlecht. Und was ist mit dir, Heinrich? Wisst ihr, ich wollte Vater gerade Bier und noch ein paar andere Dinge bringen. Wir stellen Herrn Ratzigs Schwert fertig. Komm schon. Ein paar Handvoll Dung zu schmeißen wird sicher nicht den ganzen Tag dauern. Und es ist unsere Pflicht, die Ehre des Königs zu verteidigen. Also, Kumpel, bist du dabei? Ich werde ja nicht wirklich gefragt, ne? Machen wir es nicht. Letztes Mal habe ich gesagt, ich bin dabei. Ich bin nicht dabei. Nicht, dass ich dem Deutschen keine Lektion erteilen wollte, aber ich habe wirklich keine Zeit. Ah, Ruf verschlechtert. Tja, wir bekommen das auch ohne dich hin. Gehen wir, Jungs. Im Ernst? Heinrich, wie kannst du dir das entgehen lassen? Okay. Bye. Geht ihr mal das Haus. Also hast du es dir anders überlegt und kommst doch mit. Gut. Was? Muss ich jetzt mit? Questlog. Kaufe Bier im Wirtshaus. Wir gehen. Wo kriege ich denn Bier? Da. Wie du wünschst. Bianca. Sei mit dir, Heinrich. Grüß dich, meine Liebe. Gut siehst du aus. Du auch, mein Hübscher. Was führt dich hierher? Bier. Du. Deine Schönheit natürlich. Oh, edler Herr, ich fühle mich geschmeichelt. Was könnte der werte Herr begehren, abgesehen von meiner Schönheit? Bier für den Vater. Ich brauche Bier für Vater. Ein Krug wie immer? Ja. Jawohl, einen kalten aus dem Keller. Aber natürlich. Hier, bitte. Danke. Danke. Das geht auf mich. Du kannst es am Abend wieder gut machen. Okay. Ausgeschlossen. Hier. Und heute Abend habe ich noch etwas für dich. Kann's kaum erwarten. Danke. Du kannst dich schon auf heute Abend freuen. Du auch. Ach, übrigens, dieser zwielichtige Kerl hat nach dir gesucht. Waniek? Warum? Schätze ja. Bestimmt ist er einer, der ehrliche Wandersleute bestiehlt. Ich bin froh, wenn er verschwindet. Was in drei Teufels Namen hast du mit dem zu schaffen? Er versprach mir, mich im Schwertkampf zu unterweisen. Was würde dir das nützen? Wow. Ach, hör auf. Du klingst ja schon wie Vater. Bis heute Abend. Heinrich, ich habe da etwas Spezielles für dich. Ach ja? Und was könnte das sein? Dein Lieblingstrunk. Retterschnaps. Ach, oh. Du bist ein Engel. Hoffentlich bedankst du dich später entsprechend. Bestimmt. Das werde ich. So, das Spiel speichert von Zeit zu Zeit automatisch. Zum Beispiel an wichtigen Stellen von Quests oder wenn du in deinem Bett schläfst. Wenn das Spiel zu einem beliebigen Zeitpunkt manuell speichern willst, musst du Retterschnaps trinken. Okay. Gut, dass wir welchen haben. So, wir gehen zu unserem Vater
und liefern die Sachen ab. Und brauchen natürlich erstmal wieder, müssen erstmal wieder zu Atem kommen. Ja, und damit beenden wir auch die heutige Folge. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da. Würde mich freuen, wenn ihr die weiteren Folgen auch mit dabei seid. Wer es noch nicht getan hat, kann gern abonnieren. Kostet nichts und der kriegt dann auch Erinnerungen, wenn eine neue Folge kommt. Ich sag danke und tschüss. Bis zum nächsten Mal.